Der Kopf, der links noch offen, der ist hier noch. Kommen wir hier rein. So, wie bringen wir den jetzt dazu, die Königin anzugucken? Die blinde Dingen soll sehen. Wie bringen wir das dazu? Ja. Wir haben lang nicht mehr mit dem da geredet. Vielleicht der mein Tipp. Wunsch das Auge. Auge! Natürlich! Und der jetzt sein Stein, versteinertes Auge dort in den. Das kriegt, das ist das ne. Was willst du jetzt machen? Nichts. Ich will nur noch einen Platz finden, an dem ich in Gram die Ewigkeit verbringen kann. Der Aber braucht wie einen soll ich Platz, mit wo er gucken geschlossenem kann. Auge danach suchen? Oh. Und genau das kriegen wir hin. Was würde denn passieren, wenn du doch dein Auge öffnest? Nein, niemals. Sobald ich nur mein Gukoskop sehe, beginnt alles wieder von vorn. Dein Kokoskop, ist das dieses Gerät da drüben? Es war ein Geburtstagsgeschenk von der Königin. Mama wollte nicht, dass ich es bekomme. Jetzt ist sie fort. Auf dem Gukoskop steht: Wer pflegt mit Neugier hier zu starren, lässt Angestarrtes bald erstarren. Und ich bin doch so neugierig. In der anderen Welt läuft die Zeit so schnell. Da passiert so viel. Aber jetzt habe ich genug davon. Ich habe da einen Platz für dich. Einen Ort, an Ich dem hoffe, ich da bleiben kann? versteinert er aber nicht Ja, alles. komm mit. Nein, warte. Wie ist er denn so? Man hat eine schöne Aussicht über das ganze Feenreich. Das ganze Feenreich? Oh nein, da kann ich mein Auge doch nicht geschlossen halten. Niemals. Das muss doch nicht. Ich habe da einen Platz für dich. Wie? Es ist ein traumhafter Ort. Es würde dir sicher gefallen. Moment, warum traumhaft? Es ist traumhaft schön dort. Du willst mich doch nur überreden, nicht wahr? Ich bleibe hier. Ich habe da einen Platz. Wie? Es ist dunkel Es ist dort. ganz dunkel. Wie dunkel? Die Augenhülle. Es ist so dunkel, wie eine Neumondnacht. In einer Neumondnacht leuchten die Sterne umso heller. Nein. Ach, verdammt. Ich habe da ein. Wie? Es ist Dunkel. ganz. Wie dunkel? Die Augenhülle. So dunkel wie in einer leeren Augenhöhle. Oh, das ist dunkel. Da ist jedes Licht vergeblich. Ja, und jetzt komm. Aber was dann? Was mache ich dort die ganze Zeit? Du verbringst die Ewigkeit in Gram und Dunkelheit, wie du es wolltest. Ja, aber jetzt, wo es soweit ist, bekomme ich Angst davor. Das hast du für deine Taten eben verdient. Ach, das klingt nun wirklich zu schrecklich. Da komme ich nicht mehr. Ach komm. Ich habe da ein. Wie? Es ist Es ist dunkel. ganz. Wie dunkel? So dunkel. Oh, da ist jedes. Ja, und jetzt. Aber was macht. Du verbringst. Ja, aber jetzt. Du brauchst keine Angst zu haben. Du kannst die Zeit dort auch anders verbringen. Ach ja? Du kannst da schlafen und träumen. Träumen? Und wovon soll ich träumen?
Träumt man von der Königin? Von der Königin? Oh nein, die... Ach, verdammt! Ich habe da ein... Wie... Okay, es ist dunkel. Es ist ganz dunkel. Wie dunkel? Mit den leeren Augenhöhlen. Oh, da ist je... Ja, und jetzt kommt... Und da kannst du... träumen. Du kannst da... träumen? Und wo... Und zwar vom Kokoskop. Du könntest von dem Gerät träumen, durch das du immer geguckt hast. Niemals. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Verdammt. Ich habe da ein... Okay, Sekunde, das kriegen wir schon hin. Es ist dunkel. Es ist ganz... Es bringt nichts mit träumen, das können wir es schon haben. So... Nein, verdammt. Ich habe da ein... Wie... Dunkel. Ich probiere jetzt einfach alles aus, bis es klappt. Die Augenhöhe. Oh, da ist je... Ja, und jetzt... Aber was macht... Du kannst doch träumen. Kannst träumen und wovon? Von dem Geburtstag. Vielleicht träumst du von deinem Geburtstag. Mit Geschenken. Kurzer Tag. Mit unzähligen Geschenken. Ui, traumhaft. Bitte, bring mich hin. Jei. Dann los. Komm mit. Okay, wir haben Augenwesen. Können wir das nicht behalten? Das ist doch süß, das Ding. Da sind wir. Das ist die Augenhöhle? Es ist etwas ungemütlich. Ich möchte lieber woanders hin. Aber... Nein, 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 nein. Hier bleib ich nicht. Schon gut. Ich lass mir was einfallen. Verdammt. Hätte so gut sein können. Tja. Na toll, Vielleicht müssen wir es irgendwie bequemer machen und Flechtkorb hinlegen. Ist immer noch hell, das heißt, er wollte es doch dunkel haben. Oh, das ist gemütlich. Hier bleibe ich und jetzt träume ich von meinem... Oder von... Dann macht er die Augen so schnell einschlafen. Es schläft. Na, so ist doch nicht. Kleines Äuglein, mach das Auge auf. Nein, ich... Hast du an meinen Geburtstag gedacht? Sieh mal, dein Geburtstagsfest. Herzlichen Glückwunsch. Erzähl mir von meinem Fest. Das musst du sehen. Oh, Kacke. Musiker, Tanz, Ruhe, Sinn, Kuchen. Uff. Das ist jetzt wieder so ein Trial and Error. Das ist Rosinenkuchen. Es gibt einen großen Rosinenkuchen. Wie ein riesiger Maulwurfshügel mit Butterstreuseln. Ui. So groß? Ich liebe Rosinen. Puh. Musiker und Tanz ist da auch noch dabei. Musiker. Ihre Flöten glänzen und die Harfen schillern im Licht. Ui, aber die hörst du nicht. So helle Musik. Und Tanz. Alle Gäste tanzen auf deinem Fest. Sie lachen und tanzen, dass ihre Gesichter hell strahlen. Das ist Der schön. Wird enttäuscht sein, wenn die Augen aufmacht. So gerne das Auge sehen. Dann öffne dein Auge. Dein Geburtstag wartet. Ja. So viel Licht und Butterstreusel lasse ich mir nicht entgehen. Ja. Wo ist denn mein Fest? Ui, diese Aussicht, dieses Licht. Wie könnte ich jemals ohne all das leben? Nie wieder mache ich das Auge zu. Nie Aha, wieder. Immerhin. Aber der Arme ist enttäuscht jetzt. Sei Dank. Partykönig.
Angst Freiheit Party König. Das ist besser als jede Geburtstagsparty. Sagen wir es so. Das ist ein großes Auge in dem. Müssen wir zur Königin. Und da haben wir das Statue mit Auge. Sehr schön. Der und sein großes Auge. Der Vogelgott spricht offenbar nur zur Königin, wenn überhaupt. Ja. Eure Majestät. Hat er die Aufgaben? Hat gelöst? Er. Seht aus dem Fenster. Sieht euch der blinde Vogelmann nicht an? Das tut er. Wir wissen nicht wie. Doch der Jüngling hat diese Aufgabe gemeistert. Damit die Tür dort auf immer abschließen, damit sie nicht rausfinden, was. Das Unmögliche möglich gemacht. Das Schicksal scheint keinen Zweifel an ihm zu haben. Nehme er den Schlüssel zu den Traumgemächern und verlasse unser Reich, wenn er es vermag. Vielen Dank, Majestät. Okay, wir haben einen Schlüssel. Ah, und mit dem Schlüssel kommen wir jetzt hier, Sekunde. Da kommen wir jetzt hier hoch. Da ist der Schlüsseleingang hier. Der Steinsockel. Hier stecken wir den Schlüssel rein und kommen in die Feengemächer. Hurra. Aha. Oha. Was bin ich sehend? Es ist irgendwie hier im Nebel herum. Oh, ein Feentor. Na komm. Du willst auf die andere Seite, Nachtal? Was? Wer? In den Murmelwald hinab. So schnell wie möglich. Sandorin, Amorindal, Amil, Amis. Was? Du musst bleiben, Nachtal. Wie? Nein, ich muss... Du musst bleiben, Nachtal. Nein. Oha. Ein Jüngling? Welche Zeiten? Trinkt ich bin Geron aus der anderen Welt. Warum bist du... Sind die gleiche Synchronsprecherin von der... Von Nuri? Was meint ihr? Allein meiner Schwester ist es erlaubt, die Traumgemächer zu betreten. Der Königin... Die klingt ist die Königin eure Schwester? Sie hat mir den Zugang in die Traumgemächer gewährt. So? Welche Zeiten? Ich muss zurück in meine Welt, aber dieses Tor lässt mich nicht durch. Ja, ein Schatten lastet auf dir, wie auf ihnen allen. Sie sind besessen von dem, was kommen mag. Vor dem Vergangenen aber fliehen sie. Sie stellen sich ihren Ängsten nicht. So sind sie rastlos und finden keine Ruhe im Hier und Jetzt. Bitte. Ich muss durch das Tor. Das Tor prüft uns. Es versperrt sich jedem, der von Ängsten getrieben ist. Okay. Hat in letzter Zeit jemand das Tor durchschritten? Die letzte, die durch dieses Tor schritt, war meine Nichte, die Tochter der Königin. Ich hatte sie in die Geheimnisse des Hafenspiels eingeweiht, denn eines Tages sollte sie mir nachfolgen. Ja. Warum lässt mich das Tor nicht durch? Das Tor prüft uns. Es versperrt sich jedem, der von Ängsten getrieben ist. Dann würde ich mal sagen... Was tut die Königin hier in den...
Sie kommt, um Träume zu begehen, die von der Zukunft handeln. Der Zauber der Harfe soll ihr das Kommende zeigen. Doch sie quält sich mit diesen Träumen. Welche Zeiten? Die Harfe lässt einen von der Zukunft träumen? Von der Zukunft oder von der Vergangenheit. Der Vogelmann offenbarte uns, wie sie das kann. Doch geschaffen war sie dafür nie, sondern um den Feen zu helfen, sich von dunklen Träumen zu befreien. Der Vogelmann, ich verstehe. Ich komme später nochmal wieder. Lass dir Zeit. Ich darf mich jetzt nicht ausruhen. Ich muss hier raus. Tja, wir kommen hier nicht raus. Du musst bleiben, Nachtha. Du musst bleiben. Okay. Was müssen wir tun, um rauszukommen? Oha. Du musst bleiben. Traumweberin. Ja? Die Harfe vertreibt dunkle Träume? Mich quält schon lange ein Traum. Aber ich weiß nicht, was er zu bedeuten hat. Dunkler Träume Pein wächst aus Ängsten, die dich jagen. Die Harfe ist ein Auge in deine Seele. Durch sie wirst du deine schlimmsten Ängste überwinden oder an ihnen verzweifeln. Ich will mich meinem Traum stellen, wenn ihr es erlaubt. Der Weg in die Gemächer war dir gewährt. So auch der Weg in deinen Traum. Was muss ich tun? Du musst in deine Seele treten und die Splitter deines Traumes zusammentragen. Was? Splitter? In meine Seele treten? Ich helfe dir. Die Musik wird dich in tiefen Schlaf versetzen und Teil deiner Seele werden. Ordnest du die Splitter, wird dein Traum sich aufklären, wie auch die Ängste, denen er entspringt. Das klingt alles so kompliziert. Bist du bereit, deinen Traum zu begehen? Auf geht's. Ich bin bereit. Dann setz dich und erzähl mir von deinem Traum. Woran erinnerst du dich? Ich weiß nicht genau. Keine Scheu. Es gibt keine Fehler. Sprich aus, was dich jetzt einholt. Denn das sind die Splitter, die zu ordnen sind. Also gut. Eine Menschenmenge, die sich wie ein Vorhang vor mir teilt. Immer wieder höre ich eine unselige Stimme. Eine schwarze Feder fällt vom Himmel herab. Da ist ein Feuer, das auf einem Scheiterhaufen brennt. Ein Mann hält einen hölzernen Reif in den Händen. Nun geh und sammle die Splitter deines Traums ein. An der Harfe kannst du sie ordnen. Mhm. Ah, und hier haben wir die Traumweberin. Traumweberin? Ja? Ich bin mir immer noch sicher, dass das dieselbe Stimme ist wie die Nuri. Was muss ich noch gleich tun? Suche nach Zeichen und Dingen, die dich an deinen Traum erinnern. Doch sei gewarnt. Verworren ist die Ordnung der Träume. Die Splitter mögen eine andere Gestalt haben, als du erwartest. Sobald du sie gefunden hast, musst du die Splitter an der Harfe ordnen. Das wird eine schlimme Aufgabe. Welche Harfe meint ihr? Jeder Haken eine Saite. Jede Saite ein Splitter. Jeder Splitter ein Haken. Ich verstehe. Woran erkenne ich die Splitter? Sie sind das, woran du dich erinnert hast. Eine Menschenmenge, die sich wie ein Vorhang vor mir teilt. Immer wieder höre ich eine unselige Stimme. Eine schwarze Feder fällt vom Himmel herab. Da ist ein Feuer. Die Menschenmenge, das Feuer, die Feder. Brennt. Ein Mann hält einen hölzernen Reif in den Händen. Hölzernen Reif. Finde die Splitter und ordne sie in sinniger Reihenfolge an der Harfe. Wenn wir noch häufiger mit ihr reden müssen. Also ein Reif, eine Feder, ein Feuer und eine Menschenmenge, wenn ich das richtig habe. Ich suche weiter. Ohne Eile. Und hier haben wir die Haken. Ein Feuer, eine Menschenmenge, der irgendwas anderes noch, der Bau, eine Feder. Ja, wir werden es. Die Menschenmenge war, glaube ich, das erste.
Atme Musik. Kling. Okay. Kleiderkiste. Du hast uns alle umgebracht. Was? Ich bringe alles wieder in Ordnung. Wen habe ich umgebracht? Heilsbringer. Ich räume alles wieder auf. Oha. Die Zauberflöte. Dann wird das nicht eine offizielle. Das nicht eine offizielle Verbindung ist. Ein Vogelfänger, eine Zauberflöte. Du musst bleiben, Nachtha. Das nicht eine offensichtliche Anspielung ist. Ich kann in die Kiste steigen. Oha. Warte, ich komme später wieder. Ich muss erstmal hier. Okay. Tja, eine Sanduhr haben wir hier. Erstarrt das Feuer. Ne, das Feuer brauchen wir. Da müssen wir aber wahrscheinlich erstmal rausgehen. Ein Schlüssel. Eine Sanduhr. Die Zeit schläft und niemand weckt sie auf. So ein Jut, raus aus der Kiste. So, hier müssen wir mal rum. Drumherum. Das Feuer. Es ist gar nicht heiß. Die Sanduhr können wir die auch mitnehmen. Der Sand rieselt nicht mehr. Können wir wahrscheinlich nicht. So, das Feuer können wir auf jeden Fall schon mal ranhängen. Ich glaube auch den Schlüssel. Die Zeit schleppt. Ich rede nochmal mit ihr. Ja. Was muss ich noch? Suche nach doch sei gewahr. Die Splitter. Sobald. Nee, das war das andere. Splitter. Woran erkenne ich die? Sie sind das. Wo eine Menschenmenge. Immer wieder höre ich eine unselige Stimme. Eine unselige Stimme. Eine schwarze Feder. Schwarze Feder. Da ist ein Feuer. Das auf das einem Feuer kommt. Ein Mann hält einen hölzernen Finde die Splitter. Vorletztes. Was muss ich? Nein. Sobald. Ich suche weit. Ohne. Als vorletztes kommt das Feuer. Also hier. So, das kann Büffchen natürlich. Du musst bleiben, Nachtha. Ach, ich hab einen Schlüssel, ja, Sekunde. Ich kann doch. Mit dem Schlüssel kann ich wahrscheinlich die Tür aufschließen. Und das kann befreien. Oha. Da muss schon die Feder. Das ist ja nicht schwer. Du bringst das Ende. Diese entsetzliche Stimme. Du bist es. Ich will, dass sie verstummt. Sie soll schweigen. Der Hexenbalg. Hier brauchen wir wahrscheinlich auch noch einen Schlüssel fürs nächste. Nuri. Sie gehört jetzt mir, Vogelfänger. Können wir die Puppe, können wir einen der Puppen mitnehmen? Den Vorhang können wir mitnehmen. Komm zurück. Nuri reden. Nuri, was machst du? Unheilskind, sie hasst dich. Sie spricht nicht mehr mit dir. Als ob. So, wir hätten die. Komm zurück! Wir hätten die Feder, die könnten wir jetzt an die richtige Stelle anbringen. Traumweberin. Ja. Woran erkennst du? Sie sind da. Eine Menschenmenge. Immer wieder höre ich eine unselige Stimme. Eine schwarze Feder fällt vom Himmel. Das dritte ist die Feder. Okay. Der dritte Haken von links vermutlich. Ich suche weit. Ohne er direkt neben dem Feuer.
So. Hier waren wir schon. Jetzt kommen wir auch nur hier raus. Eine unsinnige Stimme müssen wir noch finden. Traumweberin. Eine Menschenmenge. Woran erkenne ich? Sie sind das, woran du dich... Eine Menschenmenge, die sich wie ein Vorhang vor wie ein teilt. Vorhang, du bist in den Vorhang mit mitnehmen. Höre ich eine unselige Stimme. Stimme weiß ich auch nicht. Eine schwarze Feder fällt vom Himmel herab. Da ist ein Feuer. Ein Mann hält einen hölzernen Reif in den Händen. Finde okay. Dich. Okay. Vorhang habe ich schon eine Idee. Aber wie mitnehmen? Den Vorhang brauchen wir. Den Vorhang ist auch eine Menschenmenge zu sehen. Kein Schloss, kein Schloss. Jetzt ist der Vorhang offen. Dahinter badet Nori in der Zauberquelle. Können wir den Vorhang nicht mitnehmen? Klangteppich. Nein, kein Klangteppich. Mach ich kaputt. Das ist nicht gut, wenn der... Hexenball! Ich hoffe... Hexenball! Wie kommt man jetzt dazu? Ich kann wohl wirklich nicht mehr viel machen. Können wir was spielen? Need for spielen? Ich weiß gar nicht mehr, wie man spielt.